Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2. In dieser Folge beginne ich mit dem Bau des Bahnhofs Bregenz. Im Hintergrund seht ihr meine Treibstoffraffinerie, die ich ja in der letzten Folge begonnen hatte und jetzt abgeschlossen habe. Die zeige ich euch genauer. Dann gehe ich auch noch auf ein paar Mods ein, die ich hier wieder verwendet habe. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Zu Beginn dieses Videos gibt es wieder einen kleinen Rückblick auf das, was ich in der letzten Folge gemacht habe und dann ohne euch beendet habe. Wir erinnern uns, ich habe hier diesen Verladehafen für Treibstoff bzw. eine Treibstoffraffinerie angefangen und wie ihr seht, die ganze Sache ist jetzt abgeschlossen, sprich die LKWs können jetzt ganz normal das Öl hier anliefern. Meine Raffinerie verarbeitet die ganze Sache zu Treibstoff. Das wird allerdings noch nicht abtransportiert, wird auch noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, denn ich möchte ja erst die Städte soweit mit Passagierbahnhöfen verbinden, damit ich, sag mal, die nicht unnötig viel wachsen und ich dann den Haufen wegreißen muss. Entsprechend hier erstmal zu Ende die ganze Sache. Sieht meiner Meinung nach total cool aus. Ich habe wieder ein paar Mods verwendet. Zum einen hier diese Industriehallen sind neu und auch diese Öltanks habe ich neu runtergeladen. Die ganze Sache verlinke ich euch natürlich wie immer unter dem Video. Ich zeige es nur ganz kurz. Und zwar sind das halt auch wieder solche Assets. Da haben wir dann hier, ja, das sind dann so mehr oder weniger alte Fabrikgebäude aus Transportfieber 1. Hier zum Beispiel die Tanks. Und da habt ihr halt die Möglichkeit, zum einen verschiedene Texturen auszuwählen, dass es halt optisch unterschiedlich aussieht. Ich sag mal, diese Texturen würden mir jetzt eigentlich alle nicht gefallen, weil die sieht halt alles so ein bisschen seltsam aus mit diesem Dach da oben, ne? Aber ich sag mal zum Beispiel hier wie dieses einheitlich rote oder das einheitliche weiße, das kann man schon ganz gut verwenden. Und dann könnt ihr hier natürlich halt noch die Höhe einstellen oder halt auch die Breite und solche Sachen. Experimentiert einfach ein bisschen mit rum, dasselbe habt ihr halt auch bei anderen Gebäuden, könnt ihr auch ein bisschen einstellen. Wie gesagt, ich verlinke das. Und ich würde sagen, gut jetzt mit dem Rückblick. Fangen wir jetzt an mit dem, worum es in diesem Video geht. Ich möchte ja hier in Bregenz meinen ersten Personenbahnhof errichten, beziehungsweise werde ich hier natürlich auch möglichst viele Güter hinliefern. Muss ich allerdings schauen, was genau ich dann wirklich hierher liefere. Klar ist natürlich, dass ich den Bahnhof nicht in die Stadt baue, sondern das mache ich natürlich ein bisschen davor. Und ich sag mal, wir haben hier Platz. Ich vermute mal, dass ich hier vielleicht sogar noch einen Flughafen hinbauen könnte. Aber jetzt erstmal der Bahnhof, ganz klar. Das ist erstmal das Ziel für die Folge. Und was ich dazu noch machen möchte, ist, dass ich die Autobahn noch weiterziehe direkt bis zur Stadt. Und ich sag mal, ja, ich lasse sie dann in einem Kreisverkehr enden. Sprich, wir reißen hier erstmal ganze Sache ein bisschen weg, denn wie gesagt, wird hier ersetzt durch eine Autobahn. So, okay. So viel dazu. Jetzt, ich verwende ja natürlich nicht die normale Standardautobahn, sondern wir nehmen wieder eine Mod. Ist klar, ich möchte ja auf keinen Fall, dass dort, ja, dass da wirklich Häuser oder sowas dran wachsen, ne? Meine Kreisverkehre, ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sag ich mal, ne? Ich baue halt als erstes, sag ich mal, immer erstmal eine Gerade. Und schaue mir dann an, ganz normal diesen schicken Bogen, sag ich mal. Baut das nicht zu klein. Ja, ansonsten habt ihr nachher Probleme, was das Anschließen angeht. Ja, super, ne? So können wir das lassen, passt so, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, Bau nicht möglich. Ob das an der Größe liegt, wir bauen das mal so und versuchen es jetzt zu verbessern. Bau nicht möglich. Mhm. Machen wir das mal weg, versuchen wir es nochmal. Jetzt können wir das machen. Okay, ihr seht schon, es ist mehr ein ovales Ei, ne? Und jetzt kann man aber noch dahergehen und kann zum Beispiel diese gegenläufigen Stücke wieder wegnehmen. Ja, okay, die meisten werden das wahrscheinlich vom Aufwand her nicht machen, aber so kann man die ganze Sache nochmal ein bisschen runder bekommen. Ja, ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber immerhin, sage ich mal, ne? So, jetzt bindet man den Kreisverkehr ganz normal per normaler Bundesstraße erstmal nochmal an. So, machen wir uns erstmal noch nicht weiter rum, denn das soll ja jetzt nicht das Ziel dieses Videos sein. Dann jetzt hier noch eine weitere Mod, mit dem ich sag mal, sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit dem Autobahnbau an sich. Parallelism heißt die ganze Sache. Auch das werde ich natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinken, für die, die es interessiert. Hier stelle ich jetzt ein, ich nehme eine dreispurige Straße. Ich möchte, wie ihr seht, das ist gerade eine Brücke. Ich möchte keine Brücke haben. Ich möchte zwei Straßen parallel haben.
Ich möchte kein Gleis dazu haben. Jetzt haben wir die reine Autobahn. Und dann könnt ihr hier noch einstellen die Entfernung von den beiden parallel liegenden Straßen. Bei drei Spuren ist das jetzt zu eng. Und ihr könnt es auch ganz breit machen, falls ihr halt noch irgendwas anderes dazwischen bauen wollt oder so. Ich lasse das mal hier auf 25. Und dann könnt ihr hier noch die Entfernung der Gleise einstellen und die Länge der Segmente, die ihr hier platziert. Das könnt ihr halt auch ganz lang machen oder ganz kurz machen. Ich lasse auch das immer auf der Standardeinstellung, sprich auf 10. Denn ich reiße dieses Segment sowieso wieder weg. Denn Ziel ist es jetzt hier nur, ja, ich sag mal, die Autobahn an sich bauen zu können. Sprich, ich platziere hier jetzt dieses Segment und gehe dann halt daher. Nehme wieder die gemoddeten Autobahnen, denn wie gesagt, ich möchte ja nicht, dass das Spiel dort in irgendeiner Weise Gebäude errichtet. Und ziehe das jetzt einfach im Kurvenmodus hier drauf. Habe jetzt so im Prinzip die Autobahn und gehe jetzt zusätzlich noch daher, dass ich das ursprünglich platzierte Stück entferne, denn da könnte das Spiel Gebäude platzieren. Das wollen wir nicht. Und jetzt gehen wir noch daher und schließen halt im Prinzip die Autobahn jetzt hier an. Ich ziehe das natürlich ganz normal gerade drauf und ziehe das dann fünfmal nach unten, so dass es halt so einen kleinen Schwung hier gibt. Dasselbe mache ich hier auch. Ich baue absichtlich von der Seite aus. Auch hier wieder fünf Klicks oder fünfmal einrasten nach oben. So dass wir halt hier so diesen kleinen Bogen drin haben. Und dann gehen wir einfach durch das Änderungstool, machen hier Rechtsklick drauf und schon. Oh. Es war eh schon richtig rum. Okay, gut. Dann passt das sowieso. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Autobahn soweit fertig. Dann können wir jetzt schauen, wie wir den Bahnhof platzieren. Wir müssen zum einen garantieren, dass, ich sag mal, unsere Fahrzeuge den Bahnhof erreichen können. Sprich, ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass es dort zu Staus kommt. Also brauchen wir auch hier auf jeden Fall eine breitere Straße. Jetzt ist es so, dass ich hier, ich sag mal, hier dulde ich jetzt Bebauung. Das heißt, wir nehmen hier diese normale ja, Citystraße, sage ich mal, und machen die ganze Sache. Also auch nur 30 km/h, ne? Das könnte alles schneller gehen, aber da sind wir hier bei den gemoddeten Straßen falsch gewickelt, ne? Dann müssten wir im Prinzip, wie gesagt, das hier nehmen. Und dann haben wir hier, obwohl, wir haben 6, 5, 4, 3. Also ich würde es auf jeden Fall zweispurig machen. 60 km/h, ja, für Innots reicht das, ne? Also zweispurig, 60 km/h und schließen das dann auch hier an den Kreisverkehr an. Alles andere würde ja gar keinen Sinn machen, ne? Baue ich erstmal ein bisschen länger, so viel Platz werde ich nicht brauchen. Und jetzt geht es darum, dass wir den Bahnhof platzieren können. Ich nehme den ganz normalen Kopfbahnhof, stelle jetzt aber die Länge noch auf gering ein. Gleise sind mir jetzt auch egal, Oberleitung brauchen wir auch erstmal nicht, denn ich brauche ja eigentlich nur die Bahnhofsbasis, sage ich jetzt mal dazu, ne? Denn auch das möchte ich noch mal ein bisschen ändern. So, jetzt passen wir das hier an. Ja, genau, so passen wir das nicht an. So passen wir das an. Beziehungsweise gehen jetzt daher, bevor wir hier den Bahnhof platzieren, würde ich ganz gerne, ja, ich sag mal, eine Straßenstation bauen, um hier Passagiere hin transportieren zu können. Beziehungsweise, der Gütertransport. Der Gütertransport, ja, das wäre dann hier ziemlich nah am Kreisverkehr. Das ist natürlich wieder ungünstig. Nein, dann werden wir das nicht tun. Wir werden gleich den regulären Bahnhof bauen. Und haben wir Gebäude, die da größer sind? Moment, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich werde das mal ausprobieren. Auf jeden Fall möchte ich hier ein bisschen von der Straße weg sein. Und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Passagiergebäude. Sehr schön, das müsste ich jetzt im Prinzip davor bekommen. Ah, da sehen wir schon, da sind wir deutlich zu nah dran, zu weit weg. Ne, wir sind schon zu nah, ne, ihr wisst, was ich meine. So, und das ist jetzt auch doof. Okay, es wäre natürlich schön, wenn man bei den Bahnhöfen das gleich vorher konfigurieren könnte, ne? Und sagen könnte, hier, ich möchte das große Gebäude haben. Aber das geht leider nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Trauerspiel, ne? Na, dann werden wir es einfach hier so platzieren und gut ist. Brauchen wir jetzt nicht großartig rumspielen. Und
bearbeiten jetzt den Bahnhof so, wie ich mir das vorstelle. Ich könnte es ja noch mal dreist probieren, ne? Aber nee, das haut auch nicht hin, ne? Nee, wir lassen das so. Nur das können wir das ja später noch mal umbauen. So, was möchte ich jetzt machen? Zum einen möchte ich ein bisschen näher hier an die Autobahn rankommen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier weitere Plattformen. Nee, nicht Gütergebäude, wir brauchen Gleise. So. So, und jetzt wäre super, wenn wir da noch mal eine Plattform hinbekommen. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hier passt das jetzt natürlich nicht hin. Ist jetzt aber prinzipiell erstmal nicht weiter schlimm. Denn wir können auch hier noch mal ein Gebäude platzieren. Und können das dann halt, ja, ich sag mal, mehr oder weniger halt hier an die Straße anschließen. Länger machen müssen wir es natürlich trotzdem, das ist klar. Und ich sage mal, ich würde hier erstmal aufhören. Sprich, der Bereich wird erstmal unser eigentlicher Bahnhof. Der Rest folgt dann später. Das ist dann für Güterzüge etc. So, dann können wir jetzt gleich noch die Gleise platzieren. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Mod. Und zwar hier dieses moderne Bahnhofsdach. Das gefällt mir total. Auch das verlinke ich natürlich wie immer in der Beschreibung. Ist ja klar, ne? Und das können wir dann einfach so hier drüber ziehen. Und haben dann halt ein echt cooles Dach. Das haut jetzt hier noch nicht ganz hin, weil hier noch das andere Gleis ist. Aber ich würde sagen, wir ziehen das gar nicht komplett nach vorne, sondern wir lassen so diesen Bereich so ein bisschen frei, sage ich mal, ne? So, dann haben wir das jetzt soweit. Jetzt sieht der Bahnhof natürlich total doof aus, sage ich mal, ne? Aber wie gesagt, der wird auf jeden Fall noch deutlich erweitert und entsprechend halt dann angepasst, ne? Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen das gleich. Alles andere macht ja keinen Sinn, ne? Das heißt, wir nehmen das jetzt weg. All das brauchen wir erstmal nicht mehr. So, jetzt, wie gesagt, ich möchte hier nur zwei Gleise für Personentransport. Einmal möchte ich quasi so eine Art Bimmelbahn machen. Beziehungsweise machen wir eh zwei parallele Gleise. So dass auf jeden Fall genügend Passagiere transportiert werden können. Wobei ich denke mal, dass auf die Entfernung ein Regionalzug, ich glaube, der wäre überlastet. Müssen wir uns dann aber anschauen, ne? Wie wir das dann im Einzelnen machen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir die, ja, ich sag mal, die Güterbahnhoffunktion. Das werde ich jetzt direkt hier daneben platzieren. Und jetzt entsprechende Gleise. Ich werde hochgeschwindig. Nehmen wir das auch mit elektrisch? Nee, Güterzüge machen wir nicht elektrisch, ne? So, hier bauen wir auf jeden Fall. Genau, und jetzt die weiteren Gleise einfach daneben geklatscht, ne? Ich sag mal auf jeden Fall vier Gleise. Und dann natürlich wieder eine Plattform, damit das auch alles entladen werden kann. So, und jetzt sind wir schon wieder ein ordentliches Stück hier nach drüben gewandert. Und jetzt können wir halt im Prinzip dahergehen und können sagen, okay, bauen wir weitere Gebäude. Auch hier erstmal das Passagiergebäude. Jetzt müssen wir natürlich schauen, haben wir ein Gütergebäude? Das genau, nee, natürlich nicht, ne? Ja gut, brauchen wir aber auch nicht unbedingt, sage ich mal. Die sind halt auch alle noch ein bisschen älter, ne? So schick sind die nicht. So, dann werden wir jetzt hier direkt anschließen. Einmal das Passagiergebäude. Und dann können wir schauen. Ja, das ist wieder zu groß. Die wäre mir ja eigentlich zu klein, ne? Passt aber perfekt. Werden wir also auch so lassen. Okay, dann haben wir jetzt soweit den Bahnhof einigermaßen fertig, würde ich sagen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn das direkt hier an der Straße wäre, ne? Aber das ist kein Problem. Das können wir jetzt noch ändern. Ne? Das heißt, wir gehen wieder daher. Machen wir die Straße halt nochmal weg. So. Hier schön direkt davor. Und dann hier als Bogen anschließen. Und damit haben wir den Anschluss, ne? Sehr schön. So, jetzt haben wir da den Straßenanschluss. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ich sag mal, vier Güterzuglinien. Meiner Meinung nach reicht das. Ich möchte das jetzt hier auch noch nicht zu groß bauen, sage ich mal. Das heißt, wir können jetzt noch dahergehen, verlängern die Straße nochmal. Moment, mit einer Geraden natürlich.
So, und gehen jetzt daher. 30 km/h. Mir würde jetzt eigentlich eine normale Straße ausreichen. Na, wenn wir die direkt da dran klatschen, passt nicht. Gehen wir noch mal ganz kurz zum Bahnhof und nehmen die Gütergebäude. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Also ich möchte schon einmal mindestens ein großes Gebäude haben. Auf jeden Fall ein großes Gebäude. Und, na gut, aber die kleine, das passt dann halt wieder von der. Ja, dann bleiben wir halt bei zwei gleichen davon. Das soll es dann halt gewesen sein. Das ist dann halt im Prinzip, ja, ich sag jetzt mal, der Güterbahnhof an sich. Und da gehen wir jetzt halt noch ganz normal daher und binden das halt auch so an, dass die LKWs dort fahren können. Ich würde aber eher dazu tendieren, eine Einbahnstraße zu nehmen. Und natürlich auch ohne Häuser. Also auch hier baue ich jetzt im Prinzip, ich sag mal erstmal falsch rum. Gibt es das nicht ein bisschen in schöner? Ja, einspurig in schöner, ne? Da hat er wieder Vorschläge. Also ich möchte es auf jeden Fall als gemoddete Straße haben. Aber hier, genau, das können wir nehmen. Das sieht gut aus. Ja, okay, gut, sehr schön. Dann nehmen wir das. Und jetzt gehen wir halt daher und sagen dem Spiel noch nein. Wir wollen nicht in diese Richtung wegfahren von hier, sondern wir wollen das auch wieder so eine Art Kreisverkehr machen, dass sich da halt keine Fahrzeuge im Weg sind oder so, ne? So, und auch das machen wir wieder parallel. Und gehen jetzt nur wieder daher und ändern hier halt die Fahrtrichtung, so dass die LKWs halt hier reinfahren können, beladen werden können und dann so rum wieder rausfahren können. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Sehr gut. Okay, dann können wir das auf jeden Fall erstmal so lassen. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Güter per Zug anzuliefern und dann per LKW in die Stadt zu transportieren. Da müssen wir dann aber auch schauen. Vermutlich werde ich da hier außenrum noch mal eine neue Straße bauen, die dann halt wirklich, ich sag mal, nicht unbedingt durch das Stadtzentrum geht, ne? So, jetzt haben wir soweit unseren Bahnhof. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier mehr oder weniger auch noch die Person hinbekommen. Das heißt, wir müssen jetzt in Bregenz, ich sag mal, wir brauchen jetzt hier Straßenbahnhaltestellen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt einerseits sagen, wir können wieder so Kreisverkehre errichten, beziehungsweise mehrere runde Linien, sage ich jetzt mal, die halt im Kreis fahren. Oder wir sammeln halt unsere Fahrgäste einfach an verschiedenen Stellen ein und bringen die alle hierher zum Bahnhof. Die Möglichkeit haben wir und dann halt eben vom Bahnhof wieder zurück. Dazu würde ich aber auf jeden Fall eine Hauptlinie machen, die würde ich hier mittig platzieren. Auch würde ich hier die Straße deutlich breiter machen, denn hier wird auf jeden Fall mehr Verkehr kommen im Laufe der Zeit. Ja, ist ja mehr oder weniger so die Hauptverkehrsstraße. Hier dürfte das nicht so kritisch sein, aber hier auf jeden Fall. Denn es geht hier ja auch weiter zur nächsten Stadt. Sprich, hier machen wir jetzt das breiter. Hier nehme ich jetzt allerdings, obwohl eigentlich können wir auch hier mal die Straßen nehmen, nur halt welche mit. Die gibt es nur zweispurig. Okay, die sind alle ohne Gebäude. Wir wollen aber eine Stadtstraße haben. Da steht direkt Two-Way, ne? Ah, größere gibt es da gar nicht, ne? Ist ja super. Also ich möchte, ne, dann nehmen wir normale Straßen, ganz normal aus dem Spiel. Die sind auf jeden Fall breit genug. Wobei zweispurig reicht eigentlich, ne? Viel breiter brauchen wir das gar nicht. Dann können wir auch die gemoddeten nehmen. Schaut her, weil da haben wir ja hier die Möglichkeit, diese zweispurige Straße zu nehmen. So, dann gehen wir jetzt hier daher und sagen, okay, ab hier machen wir dann halt die neue Straße. Wegreißen brauchen wir jetzt hier direkt nichts. Ich würde die einfach wirklich so hier durchziehen. Okay, die Anzahl der Kreuzungen muss hier deutlich reduziert werden. So, und machen das erstmal bis dahin.
Der Rest soll uns erstmal nicht interessieren. Wir machen eins nach dem anderen. So, jetzt haben wir das soweit verbessert. Und ja, das sieht, glaube ich, ganz vernünftig aus, ne? Und können jetzt halt dahergehen und können sagen, okay, wir machen jetzt hier in der Mitte der Stadt so eine Tramlinie, eine Hauptlinie. Denn ich plane ja hier noch einen weiteren Bahnhof, der dann hierher soll und in die andere Richtung führen soll. Und das muss natürlich verbunden werden. Und dafür würde ich auf jeden Fall, ja, ich sag mal, diese Tramlinien halt verwenden. Wir müssen nur schauen, dass es einigermaßen, ich würde es halt ganz, ganz so in der Mitte haben, zwischen beiden Bahnhöfen im Endeffekt. Das heißt, wir werden das hier platzieren. Ist vielleicht nicht ganz optimal von der Position her jetzt für die Stadt her, ne? Aber mein Gott, wir können es ja nicht perfekt machen. So, damit wir das auf jeden Fall verlängern können, werde ich das so machen, dass ich das an die Straße hier rechts, die hochgeht, anpasse, vom Winkel her, von der Ausrichtung. Und halt auch wieder nicht zu nah dran. Okay, das ist doch arg nah dran. Ja, da wollen jetzt die Gebäude vielleicht so ein bisschen im Weg, ne? So, okay, dann haben wir auf jeden Fall Platz, dass wir das noch erweitern können. Und können jetzt, wie gesagt, dahergehen, dass wir uns hier auch noch entsprechend eine Tramstation machen. Beziehungsweise, ja, die Trams, denke ich mal, werden dann im Ende, am Endeffekt wirklich den meisten Verkehr hier aufnehmen. Ich mache das jetzt nicht zu nah hier an die Kreuzung von dem Kreisverkehr, sondern ich gehe wirklich ein bisschen hier rüber. Im Hintergrund ist halt einfach wirklich, dass wir garantieren müssen, sage ich jetzt mal, dass es da nicht zum Stau kommt, also hier in dem Bereich. Also wie gesagt, gehen wir hier einfach ein bisschen rüber und platzieren das entsprechend hierher. So, Platz haben wir genug, passt, sieht sehr gut aus. Dann können wir jetzt gleich noch die Tramgleise platzieren, mit Oberleitung natürlich. So, hier ist der Kreisverkehr, ist natürlich jetzt schick, ne? Mit der Tramleitung so. Okay, damit haben wir die Linie soweit fertig. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch zum einen ein Tramdepot und natürlich auch noch ein normales Fahrzeugdepot. Und ich würde mal sagen, dass wir da dafür einfach schon, ja, ich sag mal, dass wir dafür einfach schon hier nochmal eine Abzweigung machen mit einer Straße. Zweispurig. Also auf keinen Fall eine Autobahn. Okay, die gefallen mir halt wirklich nicht, ne? Ja, die Straßen gefallen mir besser. Aber es macht vielleicht Sinn, dass wir dieselbe nehmen, wie wir dort auch schon haben. Ist es dieselbe wie da oben? Nee, ist es nicht, ne? Nee, ist klar. Das sind vielleicht doch zu viele Straßen. Ja, ne? Ohne Worte. Okay, das ist jetzt blöd. Da muss ich jetzt echt mehr drauf achten, dass ich mir wirklich merke, was für Straßen ich da verwende. Beziehungsweise können wir einfach dahergehen und können... nee, können wir jetzt da gerade nicht mehr. Also... Ah, da haben wir sie. Okay, dann nehmen wir die auch weiterhin. Und ich würde das jetzt, ja, ich sag mal, in einem Winkel von 45 Grad hier rumziehen. Und dann ein kurzes Stück gerade Straße. Noch ein bisschen Platz, dass wir da noch eine Brücke bauen können. Und da kommen jetzt unsere Fahrzeugdepots hin. So dass die, ich sag mal, nicht so unbedingt so direkt dort in dem Bereich sind. So, und dann brauchen wir jetzt einmal ein normales Straßendepot und danach noch entsprechend ein Tramdepot. Moment, das Tramdepot machen wir natürlich zuerst. Damit wir das Tramgleis nicht weiterziehen müssen, ne? So, kriegen wir das noch dazwischen? Ah, dann müssen wir die Straße noch mal ein Stückchen verlängern. So, okay, jetzt haben wir dort unsere Depots
Und verlängere noch ganz schnell das Tramgleis. So, und jetzt möchte ich schauen, dass ich hier auf jeden Fall, ja, ich sag mal, noch weitere Bushaltestellen hinbekomme. Denn wir wollen ja auch schauen, dass wir normale Buslinien dorthin bekommen. Beziehungsweise noch können die ja hier rein mitfahren. Ja, dann machen wir eine Seite für die Trams und eine Seite für die Busse. Das sollte, glaube ich, reichen. Also mehr braucht man da jetzt meiner Meinung nach nicht. So, dann werden wir schauen, dass wir noch den nächsten Bahnhof. Der soll ja hierher. Nach Romanshorn. Und wir könnten vielleicht schauen, dass wir noch nach Konstanz gehen. Das heißt, hier kein Kopfbahnhof, sondern hier nehmen wir jetzt ganz normal den Durchgangsbahnhof. Auch den brauche ich jetzt erstmal noch nicht größer bauen, als wir es derzeit brauchen. Den baue ich jetzt allerdings ein bisschen näher an die Stadt. Zum einen, weil wir hier eh Gewerbe und Industrie haben. Und ich sage mal, ich möchte halt auch nicht immer so weit wegbauen, sondern hier wird es jetzt halt so ein Durchgangsbahnhof, der halt mehr oder weniger in der Stadt liegt. Bevor wir das machen, nur ganz kurz, nehmen wir noch mal eine andere Straße. Ne, keine Einbahnstraße. Jetzt fange ich schon wieder an mit Suchen hier, ne? Also, wir wollen bebaut mit der Möglichkeit. Jetzt haben wir hier Fußweh, ja? Super. Ach, jetzt ist da alles drin, na ne? Toll. Okay, das bringt uns natürlich so nichts. Einbahnstraße wollen wir auch nicht. Ja, eigentlich reicht ja eine zweispurige Straße, ne? Ja, hat vorhin auch gereicht, reicht jetzt auch. So, okay. Dann jetzt hier noch schnell der Bahnhof hin. Wie gesagt, hier jetzt als Durchgangsbahnhof. Auch den lasse ich jetzt erstmal wieder noch so klein. Hier wird es jetzt so, dass man im Prinzip mit vier Linien. Und ich mache das mal hier so mittig an diesem Übergang. Dass wir jetzt hier mit vier Linien herkommen. Und entsprechend. Hier plane ich keinen Gütertransport. Ist dieses Hauptgebäude. Ach doch, da ist mal gerade so. Es kann nicht sein, dass das Hauptgebäude nicht dabei ist, ne? Wärme aber so. Ist da jetzt. Das ist jetzt nicht wahr, oder was? Nein! Da war die ganze Sache nicht ganz gerade, ne? So, so wird jetzt hier der Eingangsbereich in dem Bahnhof. Und jetzt gehen wir noch daher und bereiten das Ganze noch für vier Linien vor. Und damit sollte das dann hier auf jeden Fall ausreichend sein. Jetzt habe ich hier das falsche Gleis ausgewählt, ne? Naja, gut. So, entsprechend wieder die Plattform hin. Und wir machen natürlich auch gleich noch das Dach mit hier drauf. Ah, da müssen wir das erste Dach hier entfernen. So, und das können wir jetzt natürlich über die komplette Breite machen. Und damit haben wir den Bahnhof fürs erste fertig. Machen wir jetzt hier einfach den Straßenanschluss nochmal neu. Und entsprechend schick aussehend, ne? So, jetzt haben wir hier natürlich einen kleinen Höhenunterschied drin, aber das ist jetzt hier nicht das Problem. Und verlängern hier die Straße auch noch. Werde ich aber wahrscheinlich noch nicht so lassen, denn auch hier kommen mir dann noch zusätzliche Linien hin, beziehungsweise dann halt Höhenanpassungen. Denn wenn die Gleise hier rauskommen und hier diesen Buckel, na ich sag mal, vorfinden, ne, dann müssen wir ein bisschen umbauen. So, dann würde ich sagen, dass ich euch jetzt nochmal eine kleine Mitfahrt zeige und danach dann das Video beende. Schauen wir mal. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir hier einen LKW hätten, der hier reinfährt. Nein, haben wir natürlich nicht. Es stehen zwei drin, ja, das wollen wir nicht. Na, machen wir
Ganz einfach so, dass wir hier bei dem mitfahren. Schauen uns die ganze Sache an. Und ich verabschiede mich schon mal wieder. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. In der nächsten Folge seht ihr dann den fertigen, komplett aufgebauten Bahnhof. Und dann schauen wir uns an, wie wir die Linienverteilung in Bregenz machen. Bleibt dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.